Der Neuhofener Bürgermeister Günter Engertsberger lud zum Bürgermeisterempfang ins Forum Neuhofen ein. Herr Bürgermeister Günter Engertsberger, Sie werden heute Abend ganz besondere Menschen aus Neuhofen ehren. Sie werden Urkunden, Ehrenabzeichen und einen Ehrenring überreichen. Wem werden Sie diese Anerkennung, diesen Dank aussprechen und wofür? Ja, für die Ehrenamtlichkeit. Das mache ich eigentlich, ja, jetzt bin ich 16 Jahre Bürgermeister und alle zwei Jahre gibt es diese Auszeichnung, einen Bürgermeisterempfang, speziell für jene Personen, die sich in der Gesellschaft einbringen, das Ehrenamt hochschätzen und auch sich ehrenamtlich betätigen. Und da gibt es eben von Gemeinderat spezielle Auszeichnungen bis hin zum Goldenen Ehrenzeichen. Bevor es mit den Ehrungen losging, wurden dem Publikum vom Bürgermeister persönlich die derzeitige Ortsentwicklung und die Leistungen der Gemeinde präsentiert. Da fällt mir gleich einmal ein, die Parkplatzsituation am Bahnhof. Unser Bahnhof wird sehr gut angenommen, auch von den Randgemeinden des Bezirkes, und daher sind dort die Parkplätze zu wenig geworden, und Park-and-Ride-Anlage ist jetzt erst fertig geworden, vor zwei Wochen 150 Parkplätze, und die sind schon wieder zu wenig, weil aber auch sehr oft von Personen benutzt werden, die vielleicht 5 Minuten zu Fuß am Bahnhof hätten. Also da haben wir jetzt noch ein bisschen Anfangsproblematiken zu bewältigen, aber das ist eines der Großprojekte, oder auch das Projekt der Krabbelstuben im Zentrum für Betreuung und Pflege, wo wir so die Vorreiterrolle übernommen haben, in einem ehemaligen Bezirksaltenheim, jetzt Zentrum für Betreuung und Pflege, Krabbelstubenplätze zu integrieren, wo Jung und Alt davon profitieren sollen. An diesem Abend wurden jene Menschen vor den Vorhang geholt, die sich seit Jahren in unermüdlichem Einsatz für den Heimatort Neuhofen engagieren. Wie wichtig finden Sie es, Danke zu sagen? Welchen Stellenwert hat das für Sie? Naja, in der Politik wird es immer gerne gesagt, wie wir das Ehrenamt schätzen und wie wichtig es ist. Aber wenn es dann darum geht, Ehrenamtliche auszuzeichnen, ist es ganz selten. Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass sich die Politik da mehr engagieren würde und jene Personen vor den Vorhang bringt und sie auch ab und zu dann einmal einlädt oder sie ihnen sagt mit Kleinigkeiten, wie wertschätzend diese Arbeit ist. Bürgermeister Günter Engertsberger und die Vertreter der Gemeindefraktionen ehrten Neuhofens Ehrenamtliche mit Urkunden, Ehrenabzeichen und dem Ehrenring. Es hat heute sehr viele Ehrungen gegeben. Neuhofen hat ja über 50 Vereine. Wie funktioniert überhaupt die Auswahl, wen man ehren soll? Die Auswahl funktioniert so, dass die Vereine Leute nennen dürfen, die sich eine Ehrung verdienen. Das heißt langjährige Mitglieder, langjährige Funktionäre. Die werden von den Vereinen selbst genannt, sodass wir nicht das Ausscheideverfahren nennen müssen. Und so funktioniert das recht gut. Mit über 50 Vereinen und Gruppierungen kann Neuhofen auf ein aktives Ortsleben stolz sein. Ob die Freiwillige Feuerwehr, der Trachten- und Kulturverein, der Besuchsdienst im Altenheim, der Modellflugclub, der Motorradclub, die Heimatstube oder die Sportsektionen. In vielen Bereichen geht nichts ohne die Ehrenamtlichkeit. Herr Schierl, Sie sind Mitglied des Trachten- und Volkskulturvereines Neuhofen. Sie sind 69 Jahre Mitglied bei diesem Verein, fast ein ganzes Leben lang. Was hat Sie dazu bewogen? Was hat mich bewogen? Ja, die Beweglichkeit an und für sich. Wir haben da unsere Schuhplattel und Theater gespielt und die Gesellschaft an und für sich. Und ja, und austreten, weil man schon so lange dabei ist, tut man nicht. Das Ehrenzeichen in Silber bekam Andreas Schnabel. In Gold wurde es Klaus Königsmeier, Johann Baumgartner, Max Brandstetter, Josef Höfer, Johann Panwinkler, Friedrich und Karl Schädelberger, Hubert Schenter und Kurt Waldl verliehen. Auch Werner Reisetbauer vom Altenverein bekam das Ehrenzeichen in Gold. Sie sind seit über 40 Jahren Obmann des Alpenvereins Neuhofen und unter Ihrer Obmannschaft hat sich die Mitgliederanzahl mehr als vervierfacht. Wie schafft man sowas? Mit Arrangement, mit
der Sache, dass man mit dem Bergsteigen zu tun hat. Und wenn man da infiziert ist, dann geht es. Lässt sich die Jugend fürs Klettern und Bergsteigen begeistern? Ja, glaube ich schon. Wenn man sich vorstellt, dass man in der Wintersaison beim Klettern bis zu 35 Kinder pro Tag haben, die da klettern wollen, dann kann man nur begeistert sein. Die Freiwillige Feuerwehr war ja heute auch bei den Ehrungen sehr stark vertreten. Wie schafft man es als Gruppierung, so viele aktive Menschen zu begeistern und sie auch so lange zu halten? Sie sind ja schon über 41 Jahre dabei. Ja, das fängt in der Jugend an. Und ich sage immer, wenn man einem helfen kann, das gibt halt einem viel. Und das Wichtigste ist der Zusammenhalt und in der Gemeinschaft wird man stark. Was war Ihre Motivation, die Feuerwehr zu wählen und so lange dabei zu bleiben? Das liegt in der Familie. Der Vater war schon bei der Feuerwehr dabei und da bin ich in die Fußstapfen gestiegen. Das Duo Jazz Café Art sorgte für die musikalische Umrahmung des feierlichen Abends. Da der wirtschaftliche Druck auf kleinere Betriebe immer stärker wird, ist Nahversorgung nicht immer überall selbstverständlich. Daher sprach die Gemeinde auch jenen Dank und Anerkennung aus, die dem hohen Konkurrenzdruck standhalten und auf kreative Art und Weise die Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner von Neuhofen gewährleisten. Ich bin mittlerweile seit 11 Jahren in Neuhofen und wie man so sagt, aller Anfang ist schwer. Und etablieren ist eine Möglichkeit, dass man sagt, dass man mit den Vereinen zusammenarbeitet und dass man eben für die Bevölkerung, eben sprich die Vereine, da ist, wenn sie einen brauchen. Das ist sicher, sage ich mal, ein Teil, wo man Kunden an sich binden kann und dementsprechend natürlich auch Erfolge erzielen kann. Ein großer Dank gebührt natürlich auch allen, die im Hintergrund hart gearbeitet haben, damit diese Veranstaltung so perfekt durchgeführt werden konnte. Also die Ehrung ist hauptsächlich von unseren Mitarbeitern organisiert worden und nachdem das jetzt schon der 8. Bürgermeisterempfang ist, ist schon eine gewisse Routine drinnen, obwohl natürlich die zu Auszeichnenden immer wieder andere Personen sind und auch immer wieder individuelle Geschichten dahinter stecken und ja, das trotzdem auch persönlich gestaltet werden sollte eigentlich und nicht immer dasselbe sein soll. Dank und Anerkennung. Zwei wichtige Dinge als Lohn für freiwillige Arbeit. Wie hat Ihnen heute die Ehrung persönlich gefallen? Also diese Ehrungsfeier ist für mich immer eine besondere Veranstaltung. Nicht nur deswegen, dass wir Leute, die ehrenamtlich Stunden, Tage, Wochen, Jahre tätig sind, vor den Vorhang holen, sondern einfach die ganze Atmosphäre war eine ganz besondere. Und was auch sehr schön ist, man hat richtig gespürt, wie sich die Leute freuen, wenn einmal jemand Danke sagt. Der begeisterte Applaus von Neuhofener für Neuhofener zeigte die Wertschätzung für die vielen tausend Stunden unbezahlte Arbeit zum Wohle aller.